Das Dorf Wiedmannshus und das Heiligtum werden in Zukunft in einer gemeinschaftlichen Arbeit gepflegt. Zu diesem Zweck möchten wir einen permanenten Ordenssitz des Drei-Schwestern-Ordens dort etablieren. Wir werden den Ordensgroßmeister darüber informieren, dass ihr das Dorf anbietet als einen Ordenssitz. Und gemeinsam mit den Geweihten und sonstigen Angehörigen des Drei-Schwestern-Ordens werdet ihr dieses Heiligtum und das Dorf pflegen. Ihr werdet euch absprechen und einen gemeinsamen Konsens finden. Das Dorf soll, so der Plan angenommen wird, unter die Herrschaft des Drei-Schwestern-Ordens gestellt werden. Kannst auf ihrem herausragenden Gesicht, aussehenden Gesicht, sowas wie Ekel erkennen, aber sie nickt. Des Weiteren, da ihr nicht mehr Wiedmannshus verlassen dürft, dürft ihr euch bis zu zwei Schülerinnen nehmen und ihnen euer Wissen mitgeben. Ihr werdet das Wissen natürlich auch mit dem Geoden Brandasch teilen, sowie den vom Drei-Schwestern-Orden mit einem Dispens versehenen Gildenmagiern der Weißen und Grauen Gilde. Vermutlich zuerst nur der Grauen Gilde, da diese die meisten Elementaristen beherbergen. Aber mir habt ihr noch etwas hinzuzufügen? Habe ich etwas vergessen? Nein. Ihr werdet dieses Dorf euer Leben lang nicht verlassen. Dies beinhaltet natürlich auch keinen Besuch der Hexennächte. Die Hexen werden zu euch kommen oder gar nicht. Scheint sie relativ gelassen aufzunehmen und sie nickt. Das Pilgern zum Heiligtum steht selbstverständlich jedem frei. Jeder kann kommen und gehen, wie er möchte. Außer natürlich euch. Nee, und außer es ist jemand, niemand, der dem Heiligtum schaden möchte, oder? Das ist selbstverständlich. Ja. Was Paktierer tun, kann wohl auch kaum als Pilgern bezeichnet werden. Richtig. Wenn ihr mit diesen Bedingungen euch einverstanden erklärt, so erklärt dies mit einem Schwur. Die eben aufgezählten Bedingungen akzeptiere ich. Ich schwöre dies. Nehmt allerdings meine Unzufriedenheit zur Kenntnis. Ich bin mir sicher, euer Ehrwürden wird sie im Protokoll vermerken. Danke. Ich bin mir sicher, in 600 Jahren werden wir darüber lachen. Wo wir gerade eure Unzufriedenheit zur Kenntnis nehmen, ich warte für euch hinzurichten. Also nehmt das, was ihr gekriegt habt und freut euch. Seht ihr, alles hat immer zwei Perspektiven. Schaut sie dich an, Rafim. Lächelt, ihr freundliches Lächeln. Würdet ihr mir bitte diesen Eisenring, dieses Hufeisen von der Schulter nehmen? Missversteht mich nicht, aber eure Schwester wird sich drum kümmern. Aber ich wünsche euch noch ein schönes, restliches, langes Leben. Ich werde Krieger brauchen und da ich sie nicht mehr auf magische Natur bekomme, was haltet ihr von einer letzten Nacht, Raffi? Ich bin zwar nicht der Hellste hier, ich bin vermutlich... Es wird zwar ein paar Jahre dauern, aber... Ich bin vermutlich nicht der Hellste hier. Von meinen Gefährten bin ich sogar der Dümmste. Aber... Nein. Ich würde euch das empfehlen, was ich allen empfehle, die Krieger wollen. Bare Münze. Besorgt euch Söldner. Die sind günstig. Wobei es dieser Tage wohl schon ein voller Bauch tun wird. Schon zu Abelmir? Abelmir? Ich habe keine Lust, euren Sohn in euch zu setzen. Oder einen Krieger oder sonst jemand. Sucht euch auf natürlichen Wege einen Liebhaber. Ich denke, damit werdet ihr kein Problem haben. Da würde ich jetzt auch von ausgehen. Da wird sich ja schon einer finden. Was ist mit der zweiten Hexe, die ihr mitgeführt habt? Sie ist keine Hexe. Zu nicken. Erhebt sich und reicht dann ihre gebundenen Hände in Richtung von Borothea. Erstmal zu euch, ob sie darf. Ich nicke. Wenn die Fesseln durchtrennt. Sie nimmt sich das Eisen selbst von der Schulter. Alariel, eine Sache noch. Das Schöne an meinem guten Freund ist, dass
Er ist ein bisschen schwerhörig, das müsst ihr ihm verzeihen, aber er kann wahnsinnig gut Geschichten erzählen. Zum Beispiel darüber, wie die Magie von den Geoden an die Hexen weitergegeben worden ist. Wegschüttelt mit dem Kopf. Ach, und er erzählt immer so ausführlich. Ach, ich mag ihn. Ich hoffe, er erzählt auch von der Armbrust. Sohn des Borax davon erzählen, wie die Hexen auf Leftasumu den Druiden und Geoden etwas beigebracht. Ich bin sicher, das wird der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Er ist schwerhörig, das hatte ich doch gesagt. Ich bin sicher, sie spricht laut genug. Lang genug Zeit haben wir ja, dass er es verinnerlicht. Ich denke, lang genug Zeit habt ihr auf jeden Fall. Ja. Boltax, was ist denn Leftasumu? Ist das schon wieder so eine Droge? Nein, das ist eine Insel. Wo liegt denn die? Im Meer. Ach nee. Ja. Mehr wissen wir auch nicht. Das hat sie uns erzählt. Absurd, als würden Geoden auf einer Insel im Meer leben. Das ist doch absurd. Nicht einmal die Geoden, die sich dem Wasser verbunden fühlen. Ich meine, welcher Zwerg wird auf einer Insel leben? Dünn gespitzt hat die Frau, also wirklich. Wisst ihr was? Jalan wird uns den Kragen umdrehen, wenn er davon erfährt. Am besten, er erfährt nicht davon. Was? Ich werde ihm doch das nicht vorenthalten. Ich möchte sein Gesicht dabei sehen. Also, da schließe ich mich aber mir an. Ich stehe da auch auf der Seitenlinie. Wir sollten den Gorbas auch zu erwirken. Einladen und er soll das malen im Nachhinein. Ja. Wird faszinierend, Isarun, wenn du dann ja noch aufs Maul hauen musst. Ich freue mich schon. Nun, endlich wird es nicht dazu kommen. Ja, apropos. Ach, Isarun, denk doch nicht so. Es steht nicht noch ein Duell aus. Ich weiß nicht, ja, da. Tatsache. Was? Wieso denn das? Eine alte Geschichte. Ich denke, wir haben sie beide vergessen. Habe mir deine Ehre. Du wurdest geschlagen. Und zum Glück erinnere ich als Zwerg mich auch in 50 Jahren noch daran. Ihr wisst schon, dass ich keine Ehre mehr besitze. Sag doch so etwas nicht. Wie kommt ihr jetzt darauf? Der Prozess. Welcher? Der zweite. Gut, dass ihr fragt. Da habe ich jetzt nicht so ganz aufgepasst. Warum habt ihr deswegen jetzt keine Ehre mehr? Nun, ich wurde aus der grauen Gilde verstoßen. In meinem Land, im Horasreich, habe ich dadurch keine Ehre mehr. Aramir, ein Mitglied der Schwarzen Gilde zu sein, gehört zu den ehrenvollsten Positionen auf derer. In den Tulamitenlanden vielleicht, nicht in meinem Land. Dann würde ich in die Tulamitenlande gehen, wenn ich du wäre. Ihr solltet über einen Umzug nachdenken. Stimmt, so ein Orangenbauer? Da war doch was. Das ändert nichts an meiner Ehre. Ich kann meine Herkunft nicht verleugnen. Ach, Abelmir, das kriegen wir schon hin. Es ist nicht wichtig. Ich habe eine Aufgabe. Ehrending jetzt wieder, dass ihr auf die falschen Bälle eingeladen werdet? Das ist unwichtig geworden. Keine Sorge, wenn die euch nicht einladen, Abelmir. Ich prügel einfach die Türsteher zur Seite und dann gehen wir rein. Aber mal gucken, was sie da machen. Nun, ich denke, es gibt wichtige Aufgaben für uns zu tun, hier in Darpatien und im Reich. Auch so ein oder anderen Horasia treten, das passt bestimmt zeitlich noch rein, aber mir. Nun, lasst uns gehen. Wir sind viel zu lange hier in diesem Dörfchen. Habt ihr eigentlich aus den vergangenen Wochen einmal etwas aus eurem Land gehört? Ich meine, da war doch jetzt diese große Krise, weil eure Königin gestorben ist, nicht wahr? Ich weiß nicht, was geschehen ist im letzten halben Jahr. Hoffen wir das Beste und befürchten wir das Schlimmste. Das wird schon irgendwie. Ach, aber mir. Das wird doch. Dann könnt ihr die Nacht über in Avesheim verbringen und noch Geschichten erzählen, einige Neuigkeiten von Borothea Schlangentochter und am nächsten Tage aufbrechen. Ihr könnt
die Reise antreten, grob für eine halbe Tagesreise, 10 Meilen, die ihr lang kommt, bis ihr dann an eine bekannte Stelle kommt, die ihr wiedererkennt. Vor einigen Monaten habt ihr hier Rohaya gerettet, als sie im Wald mit dem Druiden Vagan saß. Könnt ihr Berla wieder einmal umgehen, weil ihr genau wisst, was euch hier erwartet. Nur noch mehr Nekromanten, nur noch mehr Skelette, die Bevölkerung ausbeuten. Wechselt nach Norden in den Wald hinein. Von dieser Stelle aus geht es relativ schnell. Über die kleine Au in die Hügelwälder, wo ihr damals euren Ritter getroffen habt, der mittlerweile an der Seite von Trontwig von Bregelsaum. Der Weg weiter, nachdem ihr hier in den Hügeln geschlafen habt, wenigen Reiseutensilien, die ihr euch über die Wegstrecke gesammelt habt, damit ihr schnee- und winterfest seid, könnt ihr an Schlangenbrut vorbeiziehen, wo ihr mal die Wälder einbiegt, dann Baronin hier in Ruhe lasst. Vor Wehrheim trefft ihr dann auf die Banner der Waldlöwen von Link. Das Banner von den Rabenmundern, von Answin von Rabenmund, flattert hier im Wind. Und ihr könntet euch dem Ganzen nähern, wenn ihr mögt. Aber ihr biegt vorher über den Fluss, die Steine, grob vorbei in Richtung Auralet. Sagen euch die Wappen da vorne was? Wehrheimer Waldlöwen. Den sind wir doch schon mal begegnet. Da waren die in diesem Schädelwald. Da haben die in den Bäumen gehockt, oder? Ja, da wo Abel mir sich nicht mit uns vorangetraut hat. Ach, ich erinnere mich. Ich hatte den Rückzug gedeckt, den taktischen. Natürlich. Ja, ihr habt den Wagen gemacht. Euren eigenen. Kommen wir hier irgendwo über den Fluss? Ich bin hier schon mal irgendwo über den Fluss gekommen, aber frag mich nicht mehr wo. Da waren noch diese Steine, nicht wahr? Über dem Fluss. Kommen die Pferde darüber? Ich fürchte nicht. Nun, noch sollte die Schneeschmelze nicht begonnen haben. Es ist ja noch... Vielleicht finden wir ja doch eine ganz flache Stelle, wo schon eine dicke Eisschicht ist. Ist die Brücke denn... Da war doch eine Brücke, oder? Bei der Schlacht von Wehrheim, die wir sprengen wollten. Na, die ist weiter südlich, oder nicht? Naja, das hat doch nicht geklappt. War das eine von denen, wo Porothea gesagt hat, dass die zerstört wurden? Aber wenn ihr sagt, das hat nicht geklappt, hinterher sollte sie ja eigentlich nicht mehr zerstört worden sein. Ich weiß es nicht. Nun, wir können erstmal mal den Stein gucken, ob sich dort eine Furt findet. Und wenn nicht, müssen wir südlich zur Brücke. Das ist eine gute Idee. Ja, wenn ihr an der Gernat entlang reitet, findet ihr auch nach einigem Suchen. Könntet ihr mal mit einer Reitenprobe plus 5, könntet ihr es tatsächlich schaffen. Oder aber ihr müsstet den Weg in Richtung Süden an den Waldlöwen von Yoma vorbei. Eure Entscheidung. Ich bin dafür, wir nehmen den längeren Weg. Ich auch. Ja, probieren wir es mal. Können wir die Pferde auch führen? Wird das dadurch die Erschwernis vermindern oder so? Mein Pferd schwimmt besser als ich. Das ist nicht ganz so schlimm wie die Derge. Ich bin dann eine Abrichtenprobe. Nee, da ist schon schwer. Ich weder noch. Also solltet ihr nicht tun. Gebt mir mal eine Abrichtenprobe plus 5 und eine Schwimmprobe. Über aber. Und boah, dann reite ich wieder. Abrichten kann man ableiten auf was? Habe ich nicht mal. Plus 10? Wie? Oh, weia. Süden. Ja, ich würde mit Armin mir auch weitergehen, Süden reiten. Hallo, ist gar nicht so schwer. Oh. Oh. Scheiße. Oh, Sulamin, das ist nicht die richtige Richtung. Nicht darf da ich das schippen, wenn es 22er sind? Also du darfst ja, natürlich. Deine Doppel 20 schippen. Ja, das möchte ich gerne. Ich würde es dir empfehlen an der Stelle. Das ist immer noch eine, aber nur eine. Ist halt nicht gut, ne? Ja, also dein Pferd rutscht das ein oder andere Mal gefährlich grausam weg, aber ja, vor allem, weil es auch zugefroren ist oder angefroren, die Steine, kannst das Ganze dann nochmal mit deiner herausragenden Reitkunst so ein bisschen korrigieren. Aber das Pferd tatsächlich da wohl so ein bisschen den Fuß. Musst du kurz absteigen auf der anderen Seite und kannst dich jetzt auch nicht mehr um die anderen Pferde kümmern und die dann rüber reiten.
Denn jetzt musst du dich erstmal um dein eigenes Pferd kümmern. Aber auch Isa schafft das dann nach und nach über die rutschigen, vereisten Steine überzusetzen. Kann ich mit meinen übrig behaltenen Punkten vielleicht die von anderen ausgleichen? Die Hälfte davon würde ich. Dann würde ich nämlich die anderen versuchen zu lotsen. Die Punkte. Also ihr seht, dass Rafim gerade seine Armschienen und seine Beinschienen ablegt. Miraschatz, wir schwimmen, ne? Ja, wir sind. Ja, wir schwimmen. Pferd, wir schwimmen. Du hast keinen Namen, du bist Pferd. Ich würde Pferd und Mira nehmen und sie da durchführen. Ich nehme an, mein Bär muss keine Schwimmprobe machen. Nein, der Eisbär freut sich, dass er durch die eisigen Tiefen schwimmen kann. Ist da zu Hause. Und so kannst du dein Pferd durch die Kälte, durch den Fluss führen. Dünste, die du bei Mira benutzt hast, scheinen wohl nicht ganz so gut zu funktionieren. So sind nur noch Beutax und Abelmi auf der anderen. Ich glaube, ich werde ins Wasser fallen, wenn ich darüber versuche zu retten. Beutax, wenn du fällst, Mira und ich retten dich! Nun gut, dann wollen wir es noch holen. Also ich verstaue jetzt mal alles auf dem Pferd, was sich um mich nötig ist, also die Rüstung etc. Genau. Leichter Unterkleidung nur. Würde ich auch so handhaben. Wobei, nee, ich behalte meinen Hartholzharnisch an, denn Holz schwimmt ja oben. Und mich dann ganz vorsichtig. Ja, ich auch. Ha! Ich hätte es geschafft, auch mit der 5er Erschwernis. Ich würde gern die 19 schippen. Warte mal, was? Dir fehlen. Kannst die übrig behaltenen Punkte von Boltax haben und die von Isarun, dann schaffst du es genau. Okay, dann nehme ich die. Beziehungsweise, nee, Boltax kann dir nur einen Punkt geben. Genau. Ich habe ja gesagt, ich habe vergessen die Behinderung. Kannst du die 19 schippen, ja. Dann würde ich die 19 schippen. Ja. Och, Junge. Wow. Ja, ich kein Glück Wasser. Mit Flüssen, oder? Ich würde einfach mal, ja, jetzt am Pferdschaden gebe, ist das natürlich auch sehr. Ihr reitet und das Pferd rutscht kurz vor dem letzten Stein weg. Wodurch du dann ins Wasser fällst, beziehungsweise nicht nur ins Wasser, sondern dir den Kopf an den Stein so ein bisschen aufschlägst. 2W6 minus 2 Trefferpunkte. Kannst du eine Körperbeherrschungsprobe machen für Fallen? Ich würfel erstmal 2 minus 6 und danach dann würfel die Körperbeherrschungsprobe. Ah, vielleicht kriegen wir da ein paar Punkte. Das tut das echt tolle weh. So, jetzt würfel ich mal Körperbeherrschungsprobe national oder? Mach das mal ganz nach. Ja, ist eh verkackt. Ja, kriegst du richtig schön 7, schlägst dir die Lippe blutig, ein Zahn bricht raus und bist auf deiner Seite. Ja, ich würde ihn erstmal aus dem Wasser fischen. Doch. Abelmir, was machst du denn? Ah, ich hasse Wasser. Kann ich verstehen. Ich habe es schon mal gehasst. Ja, ich stelle Abel mir mal dahin und zieh sein Pferd aus dem Wasser. Du hast das gut gemacht, Pferd. Das kannst nichts dafür. Verdammter Fluss. Leg mich nicht mit dem Wasser an, das ist launisch. In der Entfernung könnt ihr Auraletter kennen. Die gefallene Reste der Bandstrahler, da wo der heilige Schädel von St. Gilborn mal lag. Wollen wir einfach direkt weiterziehen? Wir haben nichts mehr in dieser Burg zu suchen. Könnt ihr wieder in Richtung Süden reiten. Der zerstörten Reichsstraße entlang. Immer noch das, mittlerweile immer noch zerstörte Wehrheim sehen, aber diese Farblosigkeit, diese Farbenfinsternis, die sich bei Rassassor über diese Stadt gelegt hatte, ist zumindest verschwunden. Die Flaggen und Banner von Rabenmund und den Waldlöwen flackern immer noch im Winde, allerdings nicht überall. Die Stadt sieht immer noch katastrophal zerstört aus. Ihr könnt einiges Geisterheulen aus der Stadt hören, vor allem auch vom Mythraelsfeld, was immer noch zerstört ist. Viele, viele Risse, die dort klaffen und spalten, die von diesem Erz- oder Anti-Erz elementaren Sturm entfesselt worden sind. Das Erdbeben, was euch selbst verschluckt hatte, als ihr damals auch Rekala von Horst und Rabenmund in diesen Littern gesehen habt.
Über die Brücke geht es vorbei an der Stadt, ja, über das Sumo-Heiligtum hinübersetzen. Zumindest diese Bäume und diese Ranken, die in Dergel gewachsen sind. Ja, das würden wir doch machen. Und ich danke natürlich auch dem Großmütterchen Sumo. Wo ist recht. Da sind immer noch keine Leitern dran. Keine Hängeseile. Appel hier. Das ist ja eine außergewöhnliche Brücke. Und es ist so gut zu verdanken, dass sie hier ist. Ah. Ja, die ist sehr hübsch, ne? Hat das Großmütterchen extra für uns hat wachsen lassen. Ja, da auch hinten für ist auch irgendwo ein Steinkreis. Ah. Irgendwo da. Oh, erinnert ihr euch, was wir das letzte Mal in diesem Steinkreis gemacht haben? Oh ja. War ein lustiger Abend. Waren die nicht auch diese Spinnen irgendwo? Nebel? Ja, im Nebel, genau. Aber habt ihr schon bemerkt, dass die Farben hier wieder zurückgekehrt sind? Ja, scheint wohl. Drache ist weg. Dem Drachen zu tun zu haben. Die Spinnen dann vielleicht auch. Zumindest habe ich von so einem Phänomen noch nie sonst gehört. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht lag es auch alles am Elf. Jetzt, wo er nicht mehr mit uns reist, sind die Farben wieder da und es gibt keine Spinnen. Ach, er war zwar ein bisschen nervig, aber er war doch kein schlimmer. Aber Isarun, das war doch nur ein Spaß. Ach so. Ich wollte doch nur zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, miteinander verquicken, um, naja, einen humoristischen, naja. Ja, ja, nun sequitur. Boltax, du weißt doch, wenn Zwerge einen Witz machen, dann müsst ihr das sagen. Deshalb habe ich es ja gesagt. Ja, direkt, sonst können wir ja nicht mitlachen. Ah, gut. So wie der Hochkönig das macht. Der sagt dann auch immer, du musst lachen, wenn der Hochkönig einen Witz macht. Da weißt du, du musst lachen. Ja. Wenn ihr mit Boltax Hilfe durch dichten Wald geht, könnt ihr nach und nach wieder auf die Straße übersetzen. Und kurz bevor ihr aus dem Wald brecht, könnt ihr erkennen, eine einzelne Gestalt auf dem Weg geht in Richtung Norden, in Richtung des Mythra-Feldes bzw. Werheim, den ihr schon kennt. Ist da denn nichts nicht mehr genau? Habe ich einen positiven Gedanken, wenn ich an ihn denke, oder fühlt sich mein Bauchgefühl an, der ist mein Feind? Nee, Feind nicht. Er sieht auch nicht so aus, als ob er... Er sieht aus wie ein Überlebenskünstler, würdest du sagen, aber er hat kein Schwert bei sich. Isarun, ich hab den schon mal gesehen. Wer ist der? Das Belesenerin von euch erkennt. Es ist Mythram Korsfeld, der Redakteur des Aventurischen Boten. Ich wusste es. Aha, der arbeitet für den Aventurischen Boten. Er schreibt dort Artikel. Ah. Oh. Und er ist also ganz alleine hier? Das ist nicht besonders klug. Vielleicht hat er keine Angst. Ist der nur dumm? Er hat euch bisher zumindest noch nicht gesehen und würde an euch vorbeigehen, wenn ihr jetzt nicht aus dem Wald heraustretet. Also ist auf jeden Fall nicht besonders aufmerksam. Nun, wir sollten ihn auf jeden Fall darauf hinweisen, dass es gefährlich ist, weiter voranzugehen. Aber ansonsten kaut er uns vielleicht sein Ohr ab. Wir wissen, wo wir gewesen sind. Ach, das ist doch immer so nervig, mit diesem Boten zu sprechen. Ja, dann sagen wir keinen Kommentar und reiten weiter. Klingt gut, das kam an. Sicher. Ja. Wir könnten ihn den Weg zur Brücke weisen, falls er in diese Richtung möchte. Nein, dann ist er doch noch, dann geht er doch noch auf jeden Fall weiter. Das ist doch gefährlich für ihn. Richtig. Wir sollten ihm sagen, im Horasreich gibt es interessante neue Entwicklungen zum... Wenn ihr denkt, dann macht er auf dem Absatz kehrt und rennt ins Horasreich. Ja. Wir sind immer so kurz entschlossen. Und er ist, glaube ich, nicht so dumm. Gleich ist er schon vorbei. Ich halt mal schnell raus. Hey, ihr da! Die Zwölfe zum Gruße. Oh, hallo. Wer seid ihr? Major Marga, Isarun von Spogelsen. Ah, die Helden von Gareth. Ihr arbeitet für den Aventurischen Boten, ne? Ich bin Mythram Korsfeld. Ja. Nach der neuesten Verquickung in der Wildermark fragen. Ihr kommt gerade von da. Ja, habt ihr gesehen? Keine Zeit. Kein Kommentar. Und dich. Bitte eine Frage. Nein. Wir geben euch aber einen guten Rat. Er holt ein Silberstück nicht davor. Weitergehen.
Es ist gefährlich, besonders für einen Einzelreisenden. Ihr werdet das nicht überleben. Ich komme sowieso nicht über den Fluss. Ich bin darüber gekommen. Ich komme gerade von da. Isaruhn! Wo wollt ihr denn hin? Wir müssen weiter nach Gareth und dann weiter ins Hochastreich wegen diesem Konflikt wegen der Toten Königin. Jetzt kommt. Das ist eine extrem dumme Idee, Herr Korsfeld. Arbeitet jetzt für das Hochastreich. Von Gareth arbeiten für das Hochastreich. Das ist die Schlagzeile. Danke. Der Herr Prios wacht euch. Über euch. Wenn ihr die Unwahrheit verbreitet. So nicht die Unwahrheit, aber das ist das, was ich herausgehört habe. Das ist eure Interpretation. Und wenn ihr eure Version der Wahrheit verbreiten wollt, wird die so euch in den Hintern beißen. Gehabt euch wohl. Am besten verkauft. Was für ein Schwachmat. Also das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert, Isaruhn. Du hast gesagt, kein Kommentar und ja trotzdem Fragen gestellt. Das funktioniert doch gar nicht. Ja, aber ich habe sie ja nicht beantwortet. Habt ihr es gemerkt? Ich habe ihn clevererweise abgelenkt. Jetzt ja, denk, mit dem Horsreich. Aber jetzt sitzt er hier und geht nicht weiter und gefährdet nicht sein Leben. Ich denke, das ist eine Win-Win-Situation. Wie wir immer. Zwergischen sagen. Er hat nicht einmal eine Waffe dabei, oder? Habt ihr eine Waffe gesehen? Nein, ich habe keine Waffe gesehen. Mir hat sehr nervige Sachen gesagt. Vielleicht ist das seine Waffe. Nach einem weiteren Tag der Reise könnt ihr in Kaiserhain einkommen. Stadt, die ihr das letzte Mal umgangen seid, nachdem ihr dort auf zu viele seid. Dort könnt ihr allerdings dieses Mal die Kaiserlichen erkennen. Und zwar jemanden, den ihr erneut kennt. Die Wappen der Stadt Gareth, Baron Oberst von Drolnos, der hier mit seinen Kaiserlichen sitzt und euch misstrauisch ansieht. Kenne ich den Mann? Der hat an der Zollstation gewartet das letzte Mal. Herr Oberst. Mach du. Ah, Prios mit euch. Einen wunderschönen guten Tag. Und mit euch. Es freut mich sehr zu sehen, dass diese Stadt wieder in unserer Hand ist. Verständlich, wir kämpfen uns nach vorne, Stück für Stück. Wie lange haltet ihr sie schon? Eine ganze Weile. Sieht hier schon recht ordentlich aus, oder? Ich sicherlich. Wir holen uns Stück für Stück alles zurück. Aber es geht nur mit eurer Hilfe. Sehr gut, wir werden der Kaiserin von euren Diensten berichten. Wir sind gerade auf dem Weg zu ihr. Sehr gut, ihr wollt über die Brücke übersetzen. Korrekt. Wie viele Fuß habt ihr denn bei euch? Aus 7 Pferde. Bekommt bitte pro Bein. Sagen wir ein halbes Silber. Leid, das sind die neuen Abgaben. Kommen direkt aus Gareth. Das ist ja ein gar gestandener Preis. Als Major, als Offizier im Reich verdient ihr sicherlich eine ganze Menge Sold. Gut. Ja, aber mir? Natürlich. Ich zahle ihm die Münzen halt in die Hand. Einzeln. Es ist ein unverschämt hoher Preis. Nun, wir sind guten Mutes, dass dieser stattliche Preis in den Wiederaufbau der Kaiserstadt fließen wird, nicht wahr? Nicht nur in den der Kaiserstadt, sondern vor allem in die Wildermark. Befriedet werden. Die ganzen Kriegsfürsten, so wie sie sich nennen. Hässlich. Ja, wir haben schon einmal angefangen. Zumindest hat der blutige Hugo hier wieder auf dieser Straße das Sagen. Das ist ein Anfang. Hört einmal, Herr Oberst, wir planen einen permanenten Stützpunkt für den Drei-Schwestern-Orden in der Wildermark zu etablieren. Wenn die Leute vom Drei-Schwestern-Orden vorbeikommen, vielleicht könnt ihr denen etwas an Zoll erlassen. Es ist ja für den guten Zweck. Ja, ich werde darüber nachdenken. Sehr gut. Dann ohne Meldung. So, dann salutiere ich und auf geht's. Ignorierst du seine ohne Meldung und könnt ihr weiterreisen. Nach 5 Tagen der Reise könnt ihr endlich in Gareth. Geht Pulet zum. Den ganzen Weg, den ihr schon mehrere Male mittlerweile in eurem Heldenleben Die Stadt Gareth selbst liegt wieder in altem Glanz vor euch. Viele, viele Baugerüste, die immer noch nach oben ragen. Da hat wohl der Heldenschmied Thorn Eisinger dafür gesorgt, dass die Handwerker tun, was sie am besten können, die Stadt aufbauen. Über Gareth selbst könnt ihr das Wappen derer von Gareth erkennen, mit einem weiteren Helmadan. Seid euch nicht ganz sicher, wo Haya ist, aber das ist nicht ihr Wappen. Ja. Herzlich willkommen, Gareth. Ob Selinjan und Alara wieder hier sind? Das ist bestimmt schlecht für uns.
wir sollten uns erst einmal umhören, bevor wir Meldung machen. Ja, erst einmal zur Villa. Ja, genau, so könnt ihr in Wallgraben vorbeireiten, Nadesheim, dem Schlossviertel, in das Villenviertel. Die Stadt ist weiterhin aufgeräumt worden, sie ist nicht mehr ganz so schmutzig grau, aber der große, gesplitterte Berg ragt immer noch wie eine finstere Nadel nach oben und immer noch brennt das unheilige Feuer von Agrimmon. Auch der neue Palast, die neue Residenz, ist immer noch eine Ruine, liegt an Trümmern. Wenigstens ist die Stadt des Lichts aufgeräumt, wenn es nur Jarlan hier wäre. Aber dann könnt ihr in eurem Garten eintreffen, in eurer kleinen eigenen Villa, wo kurz vorsteht, die Villa Bardusruh. Könnt dann kurz eurer neuen Reuterfrau ihre Unterbringung zeigen. Ersten kleinen Schritte dann weitergeben, bevor ihr dann in dem herrschaftlichen Zimmer sitzt, in der kleinen Bibliothek, und Witwe Putz nach kurzer Zeit einige Kekse auf den Tisch stellt. Oh, Frau Putz, großartig, großartig. Habt ihr euch die Hände gewaschen? Immer doch. Ihr haut ihr auf die Finger. Das habe ich aber nicht gesehen. Die sind aber sauber. 20 Sekunden lang, Boltax. 20 ja. Sekunden und mit Seife. Ja, das habe ich so gemacht. Und sogar noch mit Zwiebeln. Das soll besonders gut helfen. Die ganzen Krankheiten. Ja. Ich habe mir die Hände gewaschen. Gut. Ich will jetzt nicht sagen, wer sich die Hände nicht gewaschen hat, aber Frau Brutz, ich habe noch eine Bitte an euch. Ich habe ein paar Freunden, beziehungsweise einen Freund von mir, er heißt Gaulheim, von eurer wunderbaren Kunst erzählt, Plätzchen zu backen. Und der hat ein paar sehr, sehr, sehr hungrige Freunde, die uns helfen werden. Und ich würde denen gerne als Präsent, ich weiß nicht, ein paar Kekse oder Plätzchen schicken. Ja. Ihr müsst wissen, die sind ungefähr doppelt so groß wie Raphim, also die können ordentlich viele Plätzchen essen. Deshalb würde ich euch bitten, ganz, 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 ganz viele Plätzchen zu backen. Mach ich doch sowieso. Aber ihr esst ja immer so viel. Ja. Marmel mir. Ich bin unschuldig. Raphim isst immer so viel. Was? Ich esse überhaupt nicht die meisten Plätzchen. Das Hausmärchen hat immer gesagt, dass ganz viele Krümel unter eurem Bett sind, Abelmir. Richtig, das habe ich auch gehört. Das stimmt doch alles nicht. Bett Kekse essen, Abelmir? Natürlich nicht. Du hast das macht dick, Abelmir. Mit ungewaschenen Händen. Ja, das sagt Boltax. Guckt euch doch mal seine Füße an. Ja, ich esse die auch nicht mit meinen Füßen. Also, Abelmir. Ich mache den ganzen Teppich dreckig. Oh, da kann man ja den Garten umgraben. Ja, hilfreich, nicht wahr? Ugh. Große Helden dürfen auch viele Kekse essen. Sogar im Bett.